Ach ja, Munitionmangel. Das hat jeder mal im Ballergame. Auch bei mir ist es leider mal passiert. Aber zum Glück, mehr oder weniger. Von der Pistole habe ich noch 3 Schuss. Gar keine mehr, da habe ich auch noch 3 Schuss. Und Magnum hebe ich immer noch zum Notfall auf. Weil Magnum ist schon sehr, sehr starke Waffe. Genau. Granaten spare ich mir auch. Soll ich? Ja. Okay. Haben wir noch ein Spritze? Jawohl. Zack. Und rein die Hände spiegeln. Durch mein rotes Gesicht, das ist durch das Licht hier, die Lampe, seitdem so direkt beleuchten. Ah, egal. Stelle ich ein anderes Mal ein. Hier geht's runter. Letzten Part haben wir gesagt, wir schauen hier mal rum. Also gehen wir mal hier hinein. Ah ja. Muni. Fischrot, sehr gut. Hier liegt noch ein Spiegel. Nicht verwendbar. Ein Regenschirm. Kiste. Das kann man zerhauen, aber das andere nicht. Koffer. Sonst nichts. Ein Safe. Aber man kann dieses Safe leider nicht öffnen. Schade auch. Sehr, sehr schade. Okay. Die Automat haben wir schon bedient. War ein gutes Kudo drin. Aha. Bierchen. Ja. Oder Sekt. Keine Ahnung. Okay. Dann jumpen wir mal hier runter. Noch eine Kontrolle. Nö. Klipper, sehr gut. Ah. Klipper, Klipper, Klipper. Ist das Säure? Da möchte ich nicht unbedingt duschen. Ich kenne bessere Dusche, aber das hier. Ne. Was steht da? Also Brain. Brain Energy, ja genau. Gehirn Energy. Okay, einmal hacken. Danke. Noch mehr Schrottteile. Nenne ich es mal. Ah, es kommt dieses Bereich. Okay. Auch noch kein Zombie, okay. Okay. Du bleibst so umhängen. So eine Verwüstung verursachen. Ist das eine U-Bahn, die da aus dem Boden guckt? Ja, aber schau, wie sie liegt. Wenn wir es bis dahin schaffen, könnten wir mit ihrer Hilfe rüberkommen. Konzentrieren wir uns darauf, hier rauszukommen.
Ja, genau, als ob du jetzt von da. Ja. Selbstmord. Und da ist, Beacon Nervenklinik. Dass das noch so gut hält. Aber es auch und als Papier. Pappendeckel. Richtig. Muni. Ah ja. Ah. Ja, ich wollte das Zelt schlagen, aber nein. Das lieber nicht. Warte, ich glaube, ich sehe einen anderen Weg. Wir treffen uns weiter unten. Weiter unten? Es geht aber weit nach unten. Sehr, sehr weit nach unten. Wie weit? Keine Ahnung. Ruf doch nicht da draußen. Üb. Scheiße. Erst Kidman, dann. Es gibt nichts Schlimmes als Spinnweben. Yes. Du wurdest doch zermatscht. Zermatscht. Warum bist du schon wieder hier? Warum ist wieder hier? Null Sinn. Eieieiei. Ist der unbesiegbar oder wie? Oder was? Oder wo? Nicht reinlaufen. Die Lampe lasse ich mal jetzt dauern. Sprich, langsam. Dauerhaft brennen. Hat immer Steak dabei? Hühnchen? Ah, okay, jetzt kommt die Stelle. Ich habe keine. Mann, Mann. Jawohl, spende ich selber in die Luft. Oder? Hier ist nicht nur ein Zombie. Ja, ich setze jetzt das mal ein. Sondern leider mehrere. Ich riskiere es jetzt mal. Du bleibst ja lieb. Ja, als ob. Aua. Da bin ich scheiße. Hahaha. Du bleibst. Mein heißes Magnum. Ich dachte, die Flasche wäre hier hinten. Dabei nein, da lag sie. Blöde Flasche.
Hier liegt auch eine. Hier sehe ich nichts. Ich dachte schon, ich laufe jetzt voll die Arme. Klipper in der Koffer. Von der anderen Seite. Nice. Ja, als ob. Abflug. Abflug. Vielleicht noch einer. Jawohl. Ich versammle den ganzen. Ja. Geil. Noch jemand. Also mit Magnum war es schon mal. Ich jetzt ein Glück. Hier war doch normalerweise eine Statue. Normalerweise. Hier hinten. Nichts. Das stimmt. Nein, verdammt, Bärenfalle. Schneller. Das ist explodiert hundertprozentig. Boah. Da steigt mein Puls schon wieder. Ein Auge. Ein Klipper. Unten Streichholz, jawohl. Sonst nichts. Kommt gleich um die Ecke. Die explodiert. Aber jetzt ist es zu spät. Hier haben wir den Energy. Bärenfalle. Nicht noch einmal. Im Akku müssen ihr übrigens 2, nee, 3.
wenn ich mich nicht recht erinnere, solche Zombie mit der Kapuze. Dreimal. Als müssen wir in Akumu die wie heißt sie gleich nochmal? Magnum extrem gut sparen. Da dürfen wir hier nichts versauen. Sehr schlecht. Waldstopp. Beinahe schwer bis hin. Ich laufe einfach zu schnell. Moment mal. Sehr gut. Nice. Soll ich von hier schon? Wo soll ich von unten? Ja, von unten. Ich mach's lieber von unten. Und wie, es war dann umsonst. Weil es mir schon mal passiert, ich hab's von oben abgeschossen und unten war der Schlüssel weg. Wirklich weg. Da gibt's auch so ein klein, aber bösen Bug. Wirklich. Das möchte ich nicht auslösen. Normal löse ich einiges aus, aber wenn es um Schlüssel geht, Okay. Dramino. Sieht gut aus. Liegt schon lange dort. Oh. Hol ich gleich mal Fisch. Immer schön fleißig trinken. Gilt für euch alle. Wirklich. Moment mal. So, sie ist schon hier unten. Den könnte man von hier auch bestimmt. Weiß nicht einmal. Vernichten. Vorsicht, Sprengstoff. Aber den greife ich hier nicht an. Vergiss es. Vielleicht ein anderes Mal. Lieber warten, bis er komplett weg ist. So. Ah ja, hier. Genau, von hier aus ist es sicher. Ist nur mal so lieber empfehlenswert. Ich könnte es von Omas abschießen, von Glück hoffen, dass es noch da bleibt. Aber mir ist es wirklich sicher von hier unten. Ich habe ihn deswegen nicht abgeschossen, weil eben hier noch einer von diesen Kisten liegt, da noch einer, draußen nochmal zwei. Nicht abknallen. Nicht empfehlenswert. Ja, man bekommt dafür viel Clipper. Aber das ist es nicht wert. Außer du hast sehr viel Munition. Wirklich verdammt viel, dann ja. Aber nur im normalen oder einfachen Modus. Nicht im Akkubo-Modus. Aber da bist du. Pff,
Bombe weg. Wortwörtlich. Okay. Soll abschalten. Jetzt kommt gleich eine Stelle, wo sich bei mir der Spiel sehr häufig abgestürzt hat. Ich hoffe, der Absturz kommt dann nicht nochmal. Ratten! Weil dann wird's ärgerlich. Das ist aber sehr, sehr häufig bei The Even Within. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich glaube zwar nicht. Aber wenn nicht, dann auch egal. Nein. Kontrollpunkt. Kidman, bist du da drin? Nee, die ist schon draußen. Exit. Ja, hier geht's raus. Das ist richtig. Hier. Vergessen, hier mein Schild wegzuhängen. Da! Da steht Exit, also hier geht es raus. Ich möchte keine Grillhähnchen werden. Gebratenes Hühnchen. Ui, Koffer. Magnum Munition, sehr schön. Spare. Da bin ich erleichtert. Da bin ich froh. Nein, nicht alle. Haben Sie es noch nicht kapiert? Er liebt es, andere zu quälen. Sie wissen zu lassen, dass er am längeren Hebel sitzt. Legt Köder aus. Piesackt seine Opfer. Seine hinterhältigen Fallen. Als es mich erwischt hat, war mir absolut klar, was vor sich geht. Ich habe es erkannt. Aber ich konnte nicht mehr zurück. Ich wollte die Wahrheit erfahren. Das wusste er. Detective Castellanos. Lady, seien Sie ehrlich zu mir. Werde ich verrückt? Wenn Sie überleben wollen, sollten Sie sich gut überlegen, wem Sie vertrauen. Ja, das stimmt. Man sollte auch in Wirklichkeit sehr gut vertrauen, wenn man leben will. Wenn man nicht mehr leben will, ist es zwar nicht schön, aber dann kann man auch denjenigen nicht helfen, das ist auch schon wurscht. Ich finde es bei den meisten echt schade. Wirklich schade. So, Nervsäge. Josef Oder. Ich kenne zwar Oder, den Macher von One Piece, aber Josef Oder. Ich spare mir meinen Kommentar. Missing Josef. Josef, wirst du vermisst, echt? Hm? Mein Kollege heißt auch Josef, aber nicht Oder. Mir sage ich nicht wegen Datenschutz. Okay. Schlüssel. Darum wird es eh wieder Zeit, die Part zu beenden. Dieses Mal mache ich es ein bisschen kürzer. Oh, Muni. Muni, 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 Muni. Ja. Scharfschützengewehr-Muni. So, welche Tür nehmen wir?
Schwierige Wahl. Ja, Super Magnum. Nice. Ach schon, das war schon. Oh man. Wenn wir nämlich alle Kartenfragmente gesammelt hätten, das, also dieser Kapitel wäre normalerweise das letzte gewesen. Da wird das hier hochgegangen. Und da wäre noch eine Waffe gewesen. Aber nein, ich Idiot habe einige Kartenfragmente verpasst. Vor allem am Anfang. Deshalb spiele ich es irgendwann noch einmal auf den Akuma-Modus. Das ist und bleibt versprochen. Und ich Let's Play es nur für euch, wenn ich mehr Zuschauer habe oder mehr Abonnenten. Sagen wir mal. Sagen wir 600 Abonnenten oder 800 Abonnenten um die Drehung, also kurz vor 1000, da Let's Play ich es auf Akumu. Und dieses Mal wirklich ohne Scheiß auf 100% von Anfang an. So gut wie es geht. Gut, wir setzen Spitzenwirkung. Ja, auch eine Stufe. Nachlade, Feuerrate. Okay. Magnum Genauigkeit. Das verbraucht verdammt viel. Feuerrate, kritisch. Schwierig, schwierig. Ah, Feuerrate oder sie auf Krieg, nee. Oder auf Genauigkeit. Nee, Feuerrate. Okay. Ja gut, liebe Freunde, ein kurzer Part. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like da, Abo da, würde mich sehr freuen. Und sonst sehen wir uns auf jeden Fall bald wieder. Also dann, bis bald und ciao. Danke. Habe die Ehre.